ja, als dann das erste Mal die Plane an dem Hänger aufging, muss ich ehrlich sagen, ja, ist mir schon mal die Kinnlade nach unten gefallen, weil das Auto wirklich, also muss ich sagen, außen wie innen perfekt gearbeitet, lackiert, gefinisht war. Also allererste Sahne, ja. So, Auto ist wieder da. Ist soweit? Ja. Ist weiß geworden. Das wäre jetzt geil, ne? Stell dir mal vor, ich hätte ihn verarscht und da ist jetzt gleich eine andere Farbe drin. Ich habe mir bei, also ehrlich gesagt, wirklich noch nicht gesehen. Er hat das Auto nicht gesehen. Nee. Ich habe auch lange überlegt, weil du hattest mir mal irgendwie ein Grün geschickt, dass ich wirklich dachte, okay, er ist grün. Und dann war ich gar nicht mehr so überzeugt. Also fand ich nicht so geil. Dachte mir, oh, hm. Ich überlege gerade, welche Seite wir als erstes aufmachen, damit er am krassesten aussieht. Wir fangen hinten an. Das ist, glaube ich, cooler. Soll ich mitmachen, aufmachen oder? Pass auf, das ist eigentlich recht einfach. Du brauchst nämlich gar nichts machen. Weil ich mach so und dann drehe ich. Nein, nein, nein. Nicht? Oh fuck, Alter, das ist schon krass. Ey, 1.000.000% richtige Entscheidung. Zum Glück hast du nicht auf mich gehört und hast ihn weiß gemacht. Zum Glück habe ich auf meine Intention gehört und hab ihn schwarz gemacht. Und pass auf, ich mach die nächste Seite auf. Scheiße. Dann kriegst du noch ein bisschen mehr mit. Pass auf, stell dich mal da so hin. Hier so hin und genieße einfach. Gucke dir das Werk schon mal an. Wow, fuck. Scheiße. Pass auf, jetzt mache ich die andere Seite auch noch auf und dann rastet er komplett aus. Ja, ist geisteskrank. Und jetzt möchte ich hören, herzlichen Glückwunsch, Max, es ist dein Auto. Ja, ist krass. Schon saftig aus, ne? Ich habe richtig Angst vor dem Zusammenbau. Echt? Weil man, weil man nichts mehr anfassen darf. Ach, Quatsch, Völlefanz. Da braucht man gar keine Angst vor. Brutal. Boah. Ey, wenn der fertig ist, ne? Ja, sieht schon. Dann wirst du zum BMW-Fahrer, aber so richtig. Wird der Audi verkauft? I doubt it. Oh, das wird gut. Geil. Perfekt, ich würde sagen, abladen und direkt loslegen. So, der Moment ist gekommen, es geht los mit Zusammenbau. Ja. Wobei, erstmal müssen wir noch einmal. Also, das war schon die richtige Entscheidung, dass auch einmal alles, weißt du, ja. Wie sagt man, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, wenn man das Ding jetzt hier so vor sich stehen sieht. Schon gut aus, ne? Kann schon was, ne? Das kann was, eindeutig. Okay, ja, Max, dann hau mal raus. In welcher Reihenfolge bauen wir unser Baby hier zusammen? Eigentlich ganz einfach in umgekehrter Reihenfolge. Das Letzte, was du gemacht hast, war ja die Entscheidung noch, den kompletten Träger, wo liegt er? Ja. Yeah. Den kompletten Träger. Die Entscheidung war sowas übrigens, das ist so ein leichtes Teilechaos hier, weil wir haben uns jetzt wirklich vorgenommen, in kürzester Zeit hier alles zusammenzubauen. Ach, guck dir das an, Alter. Das war genau richtig die Entscheidung, das Ding nochmal schnell durchzupulvern. Ich kann mir bei deiner Entscheidung gar nicht mehr so nichts dazu sagen, aber das, ja. Das ist alles, was da liegt. Das heißt, die Matte, Schaltung, das baue ich alles wieder ein. Gebläsekasten, Teppich ist auch gereinigt. Das heißt, wir versetzen erstmal das Auto wieder in den Zustand, wie es eigentlich die Halle hier verlassen hat. Mhm. Und dann? Und dann? Oh, und ein paar Glückskekse wären cool. Und dann? Ich denke, das wäre dann alles. Und dann? Machen wir erstmal einfach ein bisschen. Na, ich würde sagen, dann geht's erstmal los, wie auch im Werk auch, Kabelbaum, Hauptkabelbaum erstmal verlegen, ne? Weil auch Teppiche sitzen ja auf dem Kabelbaum, ne? Beim Teppich reinlegen ist halt immer ganz wichtig, dass man sich das vorher genau anguckt alles. Weil wenn er einmal drin liegt, sieht man nicht mehr so viel. So,
Pass auf, jetzt würde ich vorschlagen, ich komme rum, ich hebe es da hoch. Ja. Wir schieben die Ecke da so als erstes rein. Irgendwie so. So, wenn ich gehe wieder rum. Hältst du auf den Fußboden da zu wischen? Wisch dir unter dem Teppich nochmal den Boden, Alter. Du bist auch ein verrückter Hund. Für den nächsten den Teppich rausmachst, das schön ausschaut. Das wird gleich so geil aussehen. Wie du jetzt unbedingt diesen Erfolgsmoment brauchst. Ja, ja. Bei solchen Arbeiten zeigt sich immer Geduld. Zahlt sich aus, ne? Nicht wissen, wie viele da mit Gewalt dran rum. Biegen. Ich glaube, es ist allgemein bei Arbeiten am Auto. Geduld hast du meistens mehr. So. Tja. Kennst du das Gefühl, wenn man jetzt eigentlich schon wieder einen Sauger holen will und eigentlich nochmal wieder rübersaugen will? Aber mal ehrlich, ne, wenn du jetzt schon so reinguckst, dieses Finish, sage ich jetzt einfach mal von dem Teppich, von diesem frischen, ne, sieht schon mega aus. Ich überlege, ob ich... Wenn du halt weißt, wie sauber es unter deinem Klimakasten ist und so. Ich überlege, ob ich mich gleich reinlege. Dann können wir hier drin hier pennen. Das ist jetzt ewig, gehen ins Bett. Nee, aber mal ehrlich, sieht echt gut aus. Also, schon wieder fast wie ein Auto. Kann fast losgehen, ne? Ja. So. Kleiner Zwischenstep. Ich würde sagen, wir machen noch schnell den Gebläsekasten rein. Und den Träger rein. Und dann eine Sense für heute. Ich denke, es reicht. Immer wieder faszinierend, dass man sich so dafür begeistern kann, ein Auto zusammenzubauen, was eigentlich mal ein komplettes Auto war. Was man einfach so auf doof zerlegt, neu lackiert und es dann einfach geil findet, wenn man es wieder zusammenbaut. Das sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Wenn wir das nicht geil finden würden, was würden wir sonst mit unserer Zeit machen jetzt gerade um 1 Uhr nachts? Wahrscheinlich wie jeder normale Mensch schlafen. Schlafen. Querträger ist drin. Sieht einfach unfassbar geil aus. Eigentlich nur original, aber wenig Aufwand. Und man weiß jetzt einfach, dass unterm Armaturenbrett alles schick ist. Alles schick ist, ne? Teppich sieht geil aus. Kabelbaum ist wieder drin. Türen sind soweit wieder zusammengebaut. Wie schwarz der jetzt gerade aussieht. Ne? Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich in meinem Leben schon mal einen so schwarzen E46 im Dreck gesehen habe. Ja, ich habe ja gesagt, Uni schwarz. Ist sehr schwarz. Das wird scheppern. Aber ich würde sagen, erster Tag, Zusammenbau, schon gut was geschafft. Vor allen Dingen ohne Vorkommnisse, ohne große, alles. Und morgen geht's weiter. Und schon war der erste Tag vom Zusammenbau vorbei. Wir hatten einiges geschafft, waren aber weiterhin immer noch extrem motiviert und wollten am nächsten Tag gleich wieder loslegen und richtig was schaffen. Das heißt, über den Vormittag habe ich einige Teile wie den Bremskraftverstärker, den ABS-Block, etliche kleine Kabel wie Massekabel, Batteriekabel und so weiter schon mal alles im Motorraum angebaut, damit wir dann direkt nach Mittag zusammen mit Max die großen Leisten anbringen konnten. Diese großen Leisten gab es in schwarz-matt oder in schwarz-glänzend. Ich habe mich für die glänzende Variante entschieden und jetzt war es an der Zeit, diese langen Leisten möglichst gerade anzubringen, weil wenn die einmal dran sind, kommt eine Dichtung davor und genau in dieser Position sitzen sie dann für immer. Also, wir mussten aufpassen, dass wir nichts zerkratzen und die Leisten am Ende richtig sitzen. So, ich würde sagen, an der Stelle sind wir jetzt eigentlich weit genug. Ja. Alles Weitere, was wir jetzt noch wieder ranbauen würden, sind so typische Sachen, die einem am Ende im Weg sind und nochmal 10 Mal abnimmt, weil man doch irgendwo nochmal ein Kabel durchwirkt oder wie auch immer. Ne? Ja, und du kannst auch einfach die Abdeckungen oben, Wischerkasten, das kann man ja alles ganz am Ende zum Schluss hinbauen. Das
spielt jetzt keine Rolle. Okay, das heißt, eigentlich geht es jetzt weiter auf die Bühne? Ja, ja. Wir widmen uns jetzt Tankleitungen. Mhm. Hinterachse, Vorderachse. Ja, und dann wird schon. Dann kommt die Hochzeit. So halb. Erst Hochzeit hinten, dann Hochzeit vorne. An der Stelle muss ich einfach nochmal sagen, Max hat auf jeden Fall so ein Händchen dafür, Teile aufzuarbeiten. Weil, wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, der Tank ist neu. Dankeschön. Hast du auch heimlich bei BMW schnell bestellt, ne? Nee, nicht ganz. Aber Plastikteile sind auch, muss ich sagen, echt einfach sauber zu bekommen, wenn man den richtigen Reiniger hat. Mhm. Das haben wir heute schon des Öfteren mal festgestellt. Es ist nichts groß dabei. Wir haben ihn nass gereinigt, ne? Kein Trockeneis. Einfach einwirken lassen, schön Pinsel schrubben. Einmal abkärchern, die Leitungen dicht machen und dann schaut es so aus. Ja. Aber selbst die Leitungen sehen halt krass aus, ne? Also sie sehen wirklich aus, als wenn sie gerade aus dem Karton vom BMW kommen. Die haben wir auch penibelst mit dem Lappen geputzt. Ja. Also von vorne bis hinten jede Leitung 360 Grad. Ja, abgewaschen, sage ich mal. Ne? Krass. Machst du einmal, ne? Und dann. Haben wir Ruhe, ne? Aber ja. Ist halt auch wieder typisch, man muss nicht immer unbedingt alles neu kaufen. Nee, um Gottes Willen. Das Ding ist halt auch, wie gesagt, wir müssen immer wieder dazu sagen, es ist halt ein japanisches Auto gewesen. Ne? Normalerweise kannst du beim Deutschen davon ausgehen, dass halt die kompletten Bremsleitungen durchgegammelt sind. Ne? Da ist halt mit nur ein bisschen drüberwischen nichts. Okay. Also Auto auf die Bühne. Auto Gestell auf die Bühne. Ab und Achsen rein. Würde ich vorschlagen. Ich musste zurück nach Hannover. Das heißt für Max aber nicht, dass jetzt Stillstand ist, sondern er hat in den nächsten Tagen alleine weitergemacht. Was er in den nächsten Tagen gemacht hat, ist für mich bis heute wirklich unglaublich. Er hat den ganzen Unterboden angeschliffen, gereinigt und wirklich komplett bei sich auf der Bühne nochmal neu lackiert. Zusätzlich hat er angefangen, Tank und Leitung einzubauen. Und ich sag euch, als ich da hingekommen bin, ich habe vorher ein paar Bilder gesehen, aber das Ergebnis, dieser Zustand vom Unterboden, war einfach unbeschreiblich. Ich trau mich gar nicht zu gucken. Du darfst. Also jetzt nochmal für die Zuschauer. Du hast hammerhart nochmal den ganzen Unterboden durchlackiert. Am Sonntag und am Samstag, ja. Das geht nicht, geht nicht anders. Muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Ein fertig lackiertes Auto nochmal abzukleben außenrum und den Unterboden durchlackiert. Radhäuser hatte der Lackierer ja schon vorbereitet. Ja. Da waren wir uns erst nicht sicher, was den Farbton angeht. Jetzt können wir allerdings sagen, dass der Farbton ganz gut gepasst hat eigentlich, ne? 99%. Also ja. Gefühlt wird er auch gräulicher. Ja, ja. So, aber genau so mit dieser hellen Farbe kam das Auto. Also die waren original schon in diesem Ton, aber ungleichmäßig, weißt du, weil hier und da ein bisschen Grundierung durchschimmerte und das andere war wieder überspritzt mit Steinschlagschutz. Und jetzt haben wir halt diesen einen Ton überall und nicht fleckig, sondern halt in einem vernünftig, genau. Ja, wir haben Samstag, Sonntag den ganzen Unterboden angeschliffen, Silikonentferner, die ganzen Wachse noch entfernt, Stellen ausgebessert, an denen der Unterbodenschutz so ein bisschen angekratzt war. Und wer dann kennt es nicht, den Unterboden ausbessern? Ja, und einmal ja, durchlackiert. Aber guckt hier bitte einfach mal rein, wie krass das aussieht. Also wir sind wirklich langsam nicht mehr weit davon entfernt, dass wir hier Neuwagen hinstellen. Das wird eindeutig ein Neuwagen. Also jetzt also, das war definitiv nicht so geplant, aber da haben sich zwei gefunden, wo der eine noch besser ist als der andere. Somit verstehe ich das, dass du das hier nochmal lackieren wolltest. Aber das ist wirklich krass. Wenn du das jetzt so siehst, würdest du sagen, war richtig. Ist neu. Hiervon ist jetzt gerade irgendwas neu. Nee, das ist alles nur gereinigt. Ne? Also klar, Tankbänder gepulvert, aber das ging tatsächlich mit Trockeneis alles so sauber. Genau, Trockeneis und guter Reiniger, Lappen, Handarbeit. Ja, Schrauben, wie gesagt, haben wir ja verzinken lassen bei Chromfabrik. Genau, so Plastikhalter jetzt, die natürlich alle neu, BMW original. Genauso wie diese Stopfen hier, die waren ja vorher überlackiert, die haben wir jetzt in schwarz gemacht. Das ist aber alles so BMW-Teilekatalog, anklicken, bestellen, komplett, nächsten Tag da. Ja, komplett original. Ja. Okay, das ist natürlich auch geil. Ja. Geil. Wie machen wir weiter? Ich vermute Achsen. Wir gehen jetzt in die Vormontage der Achsen. Also als allererstes natürlich unseren Hauptträger, Hinterachsrahmen. Genau, den schrauben wir einmal ran und komplettieren dann die Lenker links und rechts bis Fahrwerk, Federn und so weiter und ganz am Ende dann das Differential. Das kriegst du beim E46 schön noch so hier reingekippt, weil vorher alle Schrauben sitzen müssen. Wenn du kommst, sonst mit das Differential nicht mehr ran, um diese Längsschrauben von innen durchzuschieben. Ja, ja. So, also deswegen alles vormontieren bis aufs Diff.
Genau, und das vorne hinten, Vorderachsträger, neuen Querlenker, alles was hier so in dem Konvolut liegt. Genau. Und, das wird jetzt die Arbeit, die so richtig bockt, ne? Übel. So einfach rein, einer Schraube rein, fest, und das wird so in wenigen Schritten zu einem Auto halt, ne? Das sag ich jetzt einfach mal. Das heißt, ganz theoretisch könnte der eventuell nachher schon wieder auf eigenen Rädern stehen. Ich gehe davon aus, dass er heute rollt. Ja. Yeah. Also diese Achse macht mich auf jeden Fall fertig. Das ist gut wahrscheinlich. Also positiv gesehen, weil, ja, boah, das sieht ja so, ja. Wird immer schlimmer, ne? Ja, also wird immer krasser. So die Kombination aus diesem Schwarz-Seidenglanz, dem verzinkten und dem gestrahlten Alu ist einfach. Einfach so. Wunderschöner Kontrast auf jeden Fall. So irreal, weil man kennt es irgendwie gar nicht, ne? Ja. Okay, so, pass auf, jetzt erklär uns noch mal einmal die Sache mit dem unteren CSL-Lenker. Ja, also original haben wir gesehen, als alles auf dem Boden lag, war das innere Lager jetzt hier ein Gummilager. Mhm. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass dieses Gummilager leider nicht dreidimensional arbeiten kann, was es normalerweise tun sollte, um eine bestmögliche Performance der Hinterachse zu gewährleisten. So, in diesem Fall CSL-Lenker. Geiler, weil steifer, dadurch, dass ein Formteil und Original, weißt du noch, waren es zwei so, eigentlich nur ein Blech. Ne? Dann gleichzeitig ein Uniball hier drin. Hier unten ein Alu-Guss-Druckguss-Arm, der nochmal steifer ist. Und wie gesagt, jetzt das Thema, dass sich dieser Uniball natürlich dreidimensional im Raum bewegen kann. Wenn die Kamera jetzt mal ein Stück näher kommt und du den Lenker, er hängt jetzt quasi ausgefedert, jetzt mal langsam einfederst, sieht man richtig gut, wie brutal dieser Lenker nicht nur nach oben und unten, sondern sich wirklich 3D durch den Raum arbeitet. Ne? Das heißt, ein Gummilager könnte ja eigentlich nur so kippen. Ja, und der Rest verspannt im Grunde. Genau, der Rest verspannt, und hier sieht man richtig, wie es sich quasi, jetzt wäre es genau mittig und dann kippt es sich wieder rüber. Das heißt, eigentlich passt der Winkel zu dem Lager gar nicht, ne? Also es müsste eigentlich in der Achse komplett anders sitzen. Ne? Ja, ja. Also wieder ein Performance-Schritt weiter hier. So langsam nahm unser BMW-Projekt so richtig Fahrt auf. Achsen waren wieder drin. Wir haben wirklich einen neuwertigen Unterboden erzeugt. Es ist unbeschreiblich. Ich kann es nur noch mal sagen, diese gepulverten Teile mit den verzinkten Schrauben, mit dem neu lackierten Unterboden, es war wirklich einfach perfekt. Der Nagel in Max' Kopf ist einfach so tief, der Junge kann einfach nur genau dieses Ergebnis abliefern. Alles andere ist für ihn einfach nicht akzeptabel. An dieser Stelle konnten wir auf jeden Fall schon extrem stolz auf unsere Arbeit sein. Aber ich sag euch, das war noch lange nicht alles, denn selbst hier geht immer noch ein ganz bisschen mehr. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles, was wir hier machen, jetzt wo die Kamera nicht läuft, so in deinem Plan war, aber also ich werde es auch am Ende, wenn er mich fragt, so sagen, dass ich nicht glaube, dass du vorhattest, das Auto so zu bauen. Das kann gar nicht sein. Ja. Du hattest, von unseren Gesprächen her war es immer die Hälfte von dem, was jetzt ist. So kommt es mir vor auf jeden Fall. Nicht Unterboden lackieren. Weißt du noch, wir haben immer ein Stück weggemacht und dann so, ja komm, die Bremsleitung lass mal dran. Okay, dann mache ich die Bremsleitung weg. Ja komm, dann können wir das auch noch, was? Das war nie geplant, dass auch der Kahlbaum aus dem Auto rausfliegt, oder? Das ist aber immer so, fängst du im Auto an. Ja, das war beim Arbeit genauso. Dann machst du dies, das, jenes und so weiter. Und die Substanz war halt einfach so gut, dass das Ding nicht ins Tauchbad musste, ne? Weil das war schon mal schön. Nee, das hätte noch mehr Arbeit gemacht und das Ergebnis wäre nicht besser geworden, weil die Substanz einfach perfekt war. Ja. Deswegen. Aber dass das so heftig eskaliert, war schon irgendwo, glaube ich. Nicht geplant. Und man weiß ja noch nicht mal, was noch kommt. Ne? Wir bauen ja gerade erst zusammen. Was soll denn noch kommen? Mal gucken. Okay.